Moin, willkommen in Mainz. Im Sommer 2024 fanden bei der Straßenbahn Bauarbeiten in Gonsenheim statt. Rund um die Inselkirche wurden Gleise erneuert. Während dieser Zeit wendeten die Straßenbahnen der Linien 50 und 51 in Gonsenheim an der Elbestraße. Ihr seht daher in diesem Video ausschließlich Zweirichtungsfahrzeuge auf dieser Strecke. Nämlich zum einen die hochflurigen M8C-Wagen von Duewag, zum anderen die niederflurigen GT6M-Wagen von Adtrans. Die ersten Aufnahmen entstanden am Kaiser-Wilhelm-Ring und Barbarossa-Ring. Der nächste Standort ist am Bismarckplatz. Es folgen Aufnahmen aus der Hattenbergstraße und aus der Straße am Schützenweg. Der Bereich rund um die Inselkirche war auch für den Kraftverkehr nicht befahrbar. Darum waren an diesem Abend sehr wenig Autos unterwegs auf der Straße an der Bruchspitze.
Eine Straßenbahn der Linie 50 fährt an der Haltestelle Elbestraße ab. Sie wechselt hier bei der Weichenverbindung auf das rechte Gleis. Für die Zeit der Bauarbeiten wurde dieser provisorische Ankunftsbahnsteig gebaut. Anschließend fahren die Bahnen vor an den Abfahrtsbahnsteig. Das ist der Bahnsteig, von dem normalerweise die Straßenbahnen nach Finden abfahren. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.